Und herzlich willkommen zu Folge 10 von Sparks Challenge. Ja, wir waren jetzt beim letzten Mal in der Hölle und wurden auch natürlich von Ghast angegriffen. Wir haben eine Ghast-Träne erhalten, bisschen Glowstone abgefarmt. Ich bin jetzt auf der Suche nach einer Festung. Und wie ihr seht, haben wir beim letzten Mal hier aufgehört, wo wir auch das Bandit haben. Da will ich jetzt eigentlich nicht runterfallen. Aber irgendwo war auch noch ein Ghast, der uns hier ein bisschen genervt hat. Da ist er doch. Holst denn hin? Den kann er nämlich uns nicht eh ausweichen. Jawohl, zwei Ghast drin schon mal. Wäre natürlich ein lockerer Griff nach Hause zu gehen, aber warum sollte ich das denn machen? Jetzt bin ich so in Rage, dass ich hier ein bisschen wegmache und versuche irgendwie noch eine Festung zu finden. Das ist eigentlich viel krasser. Aber ich glaube, das Glück will uns gerade nicht herausfordern. Das heißt, beziehungsweise will uns herausfordern, dass wir das finden. Und da unten ist das Höllenportal. Gut. Wenn das hier in der Nähe ist, dann würde ich sagen, und ich habe das schon gesehen, gehen wir dann zum Höllenportal wieder runter. Schubst dich noch hier ein bisschen Pikmin runter hier. Geh du mal vor. Pikmin, ich folge dir. Hoffentlich sterbe ich nicht. Boah. Das war natürlich jetzt eine krasse Sache. Ein halbes Herz noch, jetzt haben wir wieder ein Herzscan, dass wir jetzt nicht irgendwie sterben hier. Schade, haben wir jetzt keine Festung gefunden. Dann müssen wir beim nächsten Mal nochmal hier reinschauen. Dann werden wir uns gleich in der normalen Welt nochmal weiter erkunden, dass wir irgendwie was anderes finden. So, ich glaube, das Portal haben wir so gebaut. Das heißt, wir müssen in diese Richtung runter. Und bevor ich irgendwas mache hier, oder die bösen Buben hier mich attackieren, werde ich mal noch ein bisschen was in mir reinsnacken. Und mich beim Haus beeilen. Da beim letzten. Uah! Nein, 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 nicht am Kaktus sterben. Okay, hier wäre es jetzt fast egal, das zu schaffen, aber egal. Gastränen, jawohl. Leider keine Magma Balls geborsen, die wir gefunden haben. Müssen wir dann versuchen, halt mit Slime Balls die zu finden. Oh, da habe ich ein Skelett gesehen. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Nerv mich nicht. Danke. Werden wir jetzt nämlich mal hier uns hinlegen und mal schauen, was gleich so kommt. So. So, so, so. Das haben wir geschafft. Jetzt bräuchte ich gleich noch ein bisschen Holz, damit wir uns eine Extra-Truhe machen können. Wo wir alle Materialien reinlegen, die wir dann verbraucht haben. Beziehungsweise die wir gefunden haben. Da bist du drauf gesprungen, du Sau. Och, Schweine, ey. Wie kommt der denn immer hier raus? Das frage ich mich ernsthaft. Wie kommt der denn immer wieder hier raus? So, Enderblödmann. Was mache ich denn mit dir da hinten? Kümmere ich mich jetzt erst um das Skelett. So. Und jetzt um den Enderblödmann. Boah. Na komm her. Nein, keine Enderperle. Schade. Hätte mich jetzt super gefreut. Oh, eine Uhr. Jetzt switcht meine Uhr immer hier. Ich habe eine Stoppuhr und einen Counter nebeneinander. Jetzt muss ich immer gerade so. So, jetzt muss das so liegen bleiben. Denn der switcht ab und zu mal mein Handy spinnt irgendwie dabei. Keine Ahnung warum. Es mag mich nicht. Sagen wir das mal bestimmt so. Es mag mich einfach nicht. Ich habe es so oft auf den Boden geworfen, mein armes Handy. So, eine Fackel drupp. Ah, Tür immer hinter mir zumachen. Eine Fackel hier drinnen und dann ist gut. Ah, habe ich ja schon. Ah, ein Bogen. Hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch gehabt. Da bin ich aber wieder gestorben. So. Ich sage nochmal zwei Kisten oder sowas. Dankeschön. Und nochmal irgendwie eine Kiste extra. Dann machen wir das mal so. Eine tun wir hier noch hin. Und die andere, die stelle ich einfach vor der Tür. Kann ja nichts mit passieren eigentlich. Und dann muss da rein. Die goldene Karotte. Der goldene Apfel. Der Emerald tue ich da rein. Dann die Gasträne. Was war denn noch da unter anderem drin? Was eigentlich in die Kiste müsste? Fische müssten da rein, aber die habe ich ja leider beim letzten Mal einfach speist. Das kommt schon mal hier rein. Kürbissamen waren, glaube ich, auch noch ein Gebot. Genau, tun wir einen Kürbissamen hier rein. Haben wir und sonst war, glaube ich, nichts, was wir indirekt finden sollten. Dann kann das nämlich alles schon mal weg hier. Achso, Pfeile habe ich auch noch im Inventar. Die können eigentlich auch weg. Cobblestones. Wie viel Fleisch haben wir? 32, super.
Oh. Hallo, Mr. Creeper. Komm auf meine Party. Stell dir meine Freunde vor. So. Jetzt werden wir mal hier ein bisschen weiterlaufen. Zumindest weiß ich, wo ich ja hin muss. Dann wird das auf jeden Fall clever sein, irgendwo hinzulatschen. Vielleicht finden wir einen Tempel. Vielleicht finden wir irgendein Wüstenzeug oder sowas. Dass auf jeden Fall das einen auch gesnackt bekommen. Denn ich möchte ein bisschen so Zento sein, noch ein bisschen so ein bisschen ärgern, dass ich wieder was geschafft habe. Weil wir sind da beide sozusagen gegeneinander, spielen aber miteinander. Das ist immer so eine Sache, wie wir gerade drauf sind. So, Essen haben wir genug mit eigentlich. Oh, Schafe. Zumindest weiß ich, dass sie hinter sind. Jetzt können wir uns sagen, ja, jetzt haben wir sie dahinter und können beim nächsten Mal sie dann holen. Oh, krass. Hier ist aber keine Festung bei. So, und eine Minimap ist natürlich auch schwer, jetzt irgendwie was Passendes zu finden. Ist aber auch so gut zugemacht, dass wir keine Minimap haben. So, schwimmen wir eben darüber. Vielleicht findet sich was. Ich brauche nämlich nicht ganz drumherum laufen, kann ja ein bisschen schwimmen. Und wir schwimmen, schwimmen, schwimmen. Wir brauchen ja auch noch einen Wolf und eine Katze. Dann wird das wohl so überlegen sein, dass ich jetzt Fische noch irgendwann fischen muss oder so was. Eine Folge, dass wir eine ganze Folge fischen. Kann ja natürlich passieren. Dass wir dies abhaken und dann haben wir Fische zum Essen und einerseits auch für die Katzen schon mal. Das kann natürlich dadurch passieren. Dann einerseits mal gucken, was dann dadurch passiert, wenn wir jetzt Katzen und Hunde irgendwie auf einen Fleck finden, dass wir vielleicht ein Haus dahin setzen und die beiden da drin lassen. Dann würden die ja nicht despawnen oder würden irgendwie verfallen. Das heißt, wir hätten diesen Punkt dann auch abgeschlossen. Und kommen dann natürlich näher der Liste. Ich habe jetzt glücklicherweise ausgedruckt, das heißt, ich muss jetzt nicht immer schauen, wann ich was gemacht habe, beziehungsweise wann ich was gefunden habe. So gemeinsame Ziele finde oder sammel Enderperlen, sammel Gastrinne, Lohnroute, das wird halt bei mir abgeschlossen, wenn ich das als komplettes habe und dann wird der Punkt erst bei mir abgehakt, denn es kann natürlich passieren, Kiste geht kaputt, muss ich neu suchen. Oder irgendwie, es fehlt nachher, das heißt, ich schreibe, wann ich das in der Folge gefunden habe und dann ist es eigentlich auch so richtig. Weil ich glaube, der Verlust, ich weiß gar nicht, ob der Verlust akzeptiert wird, wenn ich das nicht mehr habe. Kann ich nicht genau erörtern. Ich habe das jetzt nicht mehr so genau im Kopfe. Aber hier scheint auch nichts zu sein. Hier ist immer dieses Wüsten-Desert-Gebiet. Ich weiß gar nicht, wie das Marsch. Ne, Marschland ist es nicht. Das ist ja irgendwie vom Wein zu Plenty irgendwie sowas. Also machen wir uns wie gesagt auf die Suche und dann werden wir dann später wieder zurücklaufen. Oder wir finden vielleicht Diamanten oder vielleicht einen Lavasee. Ein bisschen Eisen, dass wir uns ein Portal zurück machen, sozusagen. Oh, Hühnchen. Hat irgendeiner Ei abgelegt? Ja. Fast 10 Minuten wieder um. Mein Handy vibriert schon wieder. Mal hier reingucken? Nee. Leider nicht. So, jetzt kommt mehr. Was machen wir denn da? Wisst ihr, was wir machen? Ich habe da eine Workbench mit. Einen Kompass habe ich auch dabei. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall nicht verlaufen, wo wir hin müssen. Beziehungsweise, außer ich verliere den jetzt gerade. Das wäre, glaube ich, nicht so schön. Aber das sollten wir hinkriegen. Und dann müssen wir uns halt außerhalb irgendwie noch einen Kompass bauen. Kann natürlich passieren, muss es aber nicht. Wie ich mein Pech und Glück kenne, kann das natürlich vorkommen. So, ein Boot. Das ist in Not. Jetzt werden wir mal irgendwo weiterlaufen. Und plopp, plopp. Let's go. Ja, Shift links zum Verlassen. Das ist super. Wow. Das war der Musikknochen auf der Tischplatte. Let's go. Let's go. Irgendwo aufs Meer hinaus. Schlückschen Wasser können gehabt. Oh, Tintenfische, 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 tausende von Tintenfischen, aber ich finde nichts, wo ich hin muss. Einfach mal schwimmen, schwimmen, schwimmen. Vielleicht, wenn wir Glück haben, wenn wir jetzt irgendwo hinkommen, dass wir vielleicht gemeinsame Sachen noch schneller finden oder sowas. Irgendwie, ja, hast du nicht gesehen, keine Ahnung, was wir noch finden können, irgendwie unterwegs.
Ich schau mal gerade auch auf den Zettel. Enderkiste ist natürlich klar. Aber oh, hier sind ein paar Inseln. Also Festland ist noch nicht. Es gibt ja so ein. Ich glaube bei Hexit ist da so da irgendwie sowas. Wenn Möwen in der Nähe sind oder so, oder bei Fiete Beast, dann ist wieder Land in der Nähe. Aber das ist leider hier noch nicht so. Feuerwerksraketen, verzauber dein Schwert auf Level 30, 15 Bücher. Züchten, züchten, bauen, 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 bauen. Leuchtfeuer mit Effekt Geschwindigkeit 1. Das ist natürlich auch eine krasse Sache. Finde ein Dungeon. Ja. Ist natürlich auch ein schwieriges Verfangen dadurch. Ja, finde Diamanten. Haben wir noch nicht geschafft. Sorge dafür, dass du nur Diamantenwerkzeuge benutzt. Ja, das ist immer jetzt die Sache. Mache ich. Wenn ich Diamanten gefunden, wenn ich 4 ab habe, dann müsste ich eigentlich mal 5 darauf benutzen. Das ist natürlich auch eine blöde Sache. Das wird, glaube ich, einer der letzten Punkte sein, die ich da verwenden werde. Denn solange ich keine Diamanten finde, oder beziehungsweise Diamanten brauche, verwende ich die auch nicht. Oh, was haben wir denn hier? Was ist das denn? Oh, warte mal, das ist so ein Mountain. Da ist Schnee drauf. Ah, das ist doch schon mal gut. Schnee braucht man nämlich für den Schneegolem. Golem. Golem. Achso, so, genau. So, Boot. Einmal hier bleiben. Zack. Zack, eine Schaufel habe ich nämlich nicht dabei. Aber dann haben wir wenigstens schon mal Schnee und können das dann sozusagen auch schaffen. Das nächste Ziel. Ach, bevor ich mich immer irgendwo hin buddel, hier erstmal hoch damit. Zack. Zucke. So. Ich weiß nämlich nicht, was da oben drauf ist. Sind da noch mehr von? Ja. Noch mehr von diesen Gebilden. Habe ich auch noch nie gesehen, denn ich spiele momentan entweder auf der 147 oder auf der 152 Hexit. Und auf der 147 ist noch das Direwolf-Projekt. Das heißt, ich habe nicht immer die gleichen Versionen. Ich kann nicht immer gleich mithalten. Das heißt, ich kriege auch nicht mit, so was in den neuesten Versionen ist. Das ist immer so die herrlicher Nachteil da drinne. So. Zack, einmal. Ich glaube 4 pro Ding und dann müssen wir irgendwie 2 Blöcke und so was aufbauen. Oh, da werden wir gleich unser Boot umsetzen. Denn hier scheint vielleicht was auf der Insel zu sein. Okay, so viel haben wir schon mal ein bisschen. 6. 7, 8. Okay. Okay, weiter wollte ich eigentlich nicht. Kohle können wir mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Upp, 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 upp. So, Boot. Wir versuchen mal weiter zu reisen hier. Und es wird dunkel, oh nein. Ich schaue mich nämlich gerade so ein bisschen um hier. Da ist ein Schaf, uninteressant, da ist eine Höhle. Auch vielleicht uninteressant, weiß ich noch nicht gar nicht. Vielleicht können wir da reingehen. Das ist ein bisschen Farm oder sowas, aber Essen haben wir weniger mit. Das wird natürlich dann der kleine Nachteil sein. Lava, okay. Und da ist, glaube ich, ist das Festland oder ist das jetzt nur so aufgebaut? Das könnte Festland sein. Es scheint Festland zu sein, das heißt, wir sind schon mal ein bisschen weiter und da sind die bösen Buben. Okay, natürlich Boot jetzt kaputt gegangen. Kann man nichts ändern. So. So, da sind die bösen Buben. Weil die können wir auch benutzen, um jetzt vielleicht Knochen zu finden. Und vielleicht finden wir hier in Schneebiom irgendwie was. Was wir genau brauchen. 2 Wölfe. Hallo, Spinne. Dich kann man immer gebrauchen für Bögen oder allerlei. Aua. Okay, der macht das einfach so. Knall den einfach so kaputt. Oh ja, neue Blumensorten. Ach, wir möchten es ein bisschen romantisch haben, oder? Dann nehmen wir ein paar Blumen mit. Ich würde sagen, bei dem Blumenfeld verabschiede ich mich. So. Mit einem Blick noch da drauf. Da hinten ist ein Creeper, der glaube, der will uns verfolgen. Müssen wir die Folge beenden. Das würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin, euer Flash-Shooter-Bay und tschüssen.